Willkommen zu diesem 13. Part von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD, liebe Freunde. Diesen Part solltet ihr besonders genießen, denn es war mit Abstand am aufwendigsten, diesen Part zu produzieren. Dies ist schon der dritte Versuch. Naja, ich erzähle euch mal die Story. Beim ersten Mal war der Part einfach weg. Ich habe mehrere Parts am Stück aufgenommen, so bis Part 16, glaube ich. Was fehlte, als ich in der Liste geguckt habe, war auf einmal der 13. Part. Heißt, ich konnte jetzt gerade den ganzen Scheiß nochmal machen. 2 Stunden und 15 Minuten Spielzeit bis hierher im Schnelldurchlauf. Ja, dann habe ich das Ganze nochmal aufgenommen und dann war das Video so dermaßen beschädigt, dass es auch nicht mehr zu gebrauchen kann. Dass es auch nicht mehr zu gebrauchen war. Und ja, dann habe ich es jetzt nochmal versucht. Ich hoffe mal, dass es jetzt was wird. Hauptproblem ist eben, dass ich nicht mehr weiß, was ich wirklich in dem Video gemacht habe. Andere Videos sind ja auch alle fertig, aber ich habe keine Ahnung, was ich hier in Sidequests und so reingepackt habe. Aber ja, werde ich dann sehen, was möglich ist, zeige ich euch hier. Gucken wir mal. Oho, hier hört die Straße wohl auf, aber wenn du weiter willst, dann zeige ich dir den Weg. Ja, mir schon klar. Ja, jedenfalls fehlen uns hier noch 3 Strahlentautropfen auf dem oder Todesberg heißt der ja jetzt richtig. Und ja, Midna hilft uns hier fix hoch. Ja, da soll mir keiner erzählen, dass die 13 keine Unglückszahl ist, ne? Ich glaube zwar auch sonst nicht an so einen Unsinn, aber scheint ja hier zu stimmen, weil es einfach nicht klappt, diesen scheiß 13. Part aufzunehmen. So, Corona haben wir hier. Mann, wieso muss ich hier bloß Wache schieben? Schließlich haben sie alle Leitern gekappt, da kommt doch sowieso kein Mensch hoch. Und überhaupt, wenn die Ältesten ein Problem haben, sollen sie sich doch ruhig von Menschen helfen lassen. Wieso eigentlich nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Was ihr für ein Problem habt, da werde ich mich später nochmal nach erkundigen. Wir holen uns aber erstmal unseren Strahlentau hier. Fledermäuse gehen einem sowas von auf den Geist. Oder auch diese ganzen Vögel. Ganzen Schattengegner ohnehin. Das ist echt anstrengend. So. Oh, und da hinten sehen wir so eine Art Grabstein. Der ist wichtig. Wir werden gleich sehen, warum. So, und hier vor diesen Geysieren sollten wir uns in Acht nehmen. Ist nicht ganz angenehm, wenn man da reinläuft. Und hier haben wir den Schattenkäfer. Sehr schön. Fehlen nur noch 2. So, und dann gucken wir uns mal diesen Stein an. Ja, wir können hier eine Melodie nachheulen. Diese ist noch relativ einfach. Vielleicht kommt sie euch auch schon bekannt vor. Das ist ein bekanntes Lied aus Majora's Mask. Oh, der Name ist mir jetzt aber auch entfallen. Naja, wir können gleich selbst nochmal hören. Und da haben wir wieder den goldenen Wolf, bei dem wir die okkulte Kunst gelernt haben. Und offenbar können wir dann jetzt bald eine neue lernen. So, heulen wir nochmal. Ja, sehr schöner Track. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Ja, schön. Heißt, wenn wir wieder Mensch sind, können wir den Wolf aufsuchen und eine neue okkulte Künste. Haben wir den Fangstoß gelernt? Ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Jedenfalls, hier auf der Karte ist der Wolf jetzt eingezeichnet. Da können wir bei der nächsten Gelegenheit dann auch direkt hingehen. Und die Kunst lernen. Jo, gucken wir mal. Wenn wir wieder Mensch sind eben. Also erstmal noch den Strahlentau hier holen.
So, jetzt muss ich nur erstmal gucken, wo es hier weitergeht. Hier, so wie es aussieht. Ach, es nervt echt mit diesen Geysiren. Und jetzt stehen wir direkt vorm Todesberg. Oh, wieder ein Haufen Schattenvögel. Sehe ich gar nicht gerne. Und wieder diese Schattengegner. Das war auch in letzter Zeit echt oft besiegen. Naja, so kann man immerhin immer wieder neue Portale zum Warpen erschaffen, was natürlich ein großer Vorteil ist. So, jetzt machst du endlich platt. Sehr schön. Ich hoffe echt, dass dieses Mal die Aufnahme klappt. Ich habe echt keinen Bock, diesen Part noch zigmal aufzunehmen. Ich weiß auch einfach nicht, was das Problem war. So. Ja, eigentlich war ich mit Elgato immer zufrieden, aber das verstehe ich nur wirklich nicht. Die anderen Parts wurden ja ohne Probleme aufgenommen, nur der war einfach weg. Hatte ich auch noch nicht, dass der einfach weg war. Ich meine, beschädigt war schon einmal, glaube ich, am Anfang des Let's Plays auch, aber wirklich mal so ein Part komplett weg war. Warum muss ich eigentlich ausgerechnet hier Wache schieben am Ende einer Sackgasse? Ist doch völliger Blödsinn. Vielleicht haben die mich ja auch abgeschoben, weil ich zu nichts anderem tauge. Ja, kann sein. So, wir sollten uns den... Habe ich jetzt den Käfer schon mitgenommen eigentlich? Ne, da unten ist er noch. Ja, ich sollte ein bisschen besser aufpassen. Dieser blöde Scheißvogel nervt sowas von. Dass ich diese Schattenvögel hasse. So, jetzt aber. Oh ne, jetzt bricht der Vulkan auch noch aus. Das fehlt mir ja gerade noch. Das fehlt mir echt. Wir beeilen uns besser. So. Hier muss auch der letzte Käfer jetzt sein und dann können wir diese nervige Scheiße endlich abschließen. Sehr schön, Sache erledigt. Und der Vogel kann mir nichts mehr. Der müsste sich ja jetzt auch auflösen in der Welt des Lichts oder zu einem normalen Vogel werden. Du hast den Tiegel des Lichts gefüllt, das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Ja, so groß anders aus sieht's nicht, aber... Dabei fing die Sache gerade an, mir Spaß zu machen. Vergiss mir bloß nicht, dass wir auch den Schattenkristall finden müssen. Ja, den werden wir schon noch suchen. So Leute, jetzt wird's aber kompliziert. Da ich jetzt überlegen muss, was könnte ich Sidequest-mäßig in der Erstaufnahme von diesem Part gemacht haben. Aber mir fallen da eigentlich nur zwei Sachen ein. Ich erzähle euch auch gleich was. Gucken wir uns erstmal die Sequenz zu Ende an. Mein Name ist Eldin. Ich bin der Lichtgeist, der über dieses Gebiet wacht. Auserwählter. Die dunkle Macht, nach der du suchst, befindet sich im Heiligtum meines stolzen Bergvolkes. Dieses Heiligtum allerdings hat sich in einen Ort des Bösen verwandelt. Begib dich dorthin und säubere den heiligen Ort von allem, was ihn jetzt noch entweiht. Ja, mache ich dann bei der nächsten Gelegenheit. Werden wir den Groen dann mal einen Besuch abstatten. Elanur?
gleich in den Dreck geschubst und ihn juckt's auch nicht. Na, ich hab's doch gleich gesagt. Elanur ist gekommen, um uns zu retten. Du bist also der junge Mann aus Ordon, von dem diese Kinder mir berichtet haben. Entschuldige, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Leonard. Ich bin der Priester dieses Ortes. Und dies ist meine Tochter Luena. Der Depp. Die Monster hatten uns entführt und dann haben sie uns irgendwo ausgesetzt, aber der Priester hat uns den Weg hierher gezeigt. Ich konnte erst gar nicht glauben, dass die Kinder aus Ordon kommen, einem Dorf im fernen Latoan, so weit weg von hier. Ja, so weit auch nicht. Wir können uns auch nicht mehr erinnern. Auf einmal waren wir gefangen. Alles ist so seltsam. Es ist fast alles wie ein Albtraum. Genau, als hätten wir uns in einem Albtraum verlaufen. Wie ein Albtraum? Dieser Ort hat sich wirklich verändert. Schwarze Monster haben das Dorf angegriffen. Auch die Goronen in den Bergen sahen uns plötzlich als ihre Feinde an. Sie erlauben uns immer noch nicht, auch nur einen Fuß in ihre Mine zu setzen. Ich kann es gar nicht glauben, dass dieses freundliche und stolze Volk sich plötzlich so verändert hat. Sicher findet sich der Grund dafür in der Mine. Ja, ich schätze, wir sollten der Sache dann wirklich mal auf den Grund gehen. Nimm auf jeden Fall die Kinder mit und flieh von diesem Ort. Wir, die wir hier wohnen, können das Dorf natürlich nicht verlassen, egal was geschieht. Schließlich ist es unsere Heimat. Und unsere Aufgabe wird es sein, die Goronen von dem Fluch zu befreien, der auf ihnen lastet. Jo. Sonst noch was zu sagen? Wir können doch nicht einfach abhauen und die Leute hier ihrem Schicksal überlassen. Was meinst du, Elanur? Können wir nicht irgendwas tun? Gibt es denn keine Möglichkeit, sich wieder mit den Goronen zu versöhnen? Ach, wenn doch nur jemand in die Mine gehen und etwas unternehmen würde. Ja, deuten schon darauf hin, dass ich das tun muss, aber ich muss ja auch nach Ordon eigentlich zurück, aber ich finde nicht dieses Gras, wo ich Epona mitrufen kann. Was ist denn das Zeug? Komisch, ne? Entweder ich bin total bescheuert oder ist wirklich keins da. Eigentlich war hier immer welches. Jedenfalls, ja, was ich dann noch machen wollte, wobei ich mir eben nicht sicher bin, ob wir das schon gemacht haben, in der Erstaufnahme dieses Parts, sind Goldinsekten. Ich weiß nicht, ob ich euch schon viel über Goldinsekten erzählt habe. Das ist eigentlich eine der hauptsächlichsten Sidequests in dem Spiel. Die Goldinsekten sind paarweise überall in Hyrule verteilt. Die Paare beieinander, logischerweise. Ziemlich dicht beieinander. Zum Beispiel können wir hier in Kakariko schon ein Paar finden. Der erste Partner ist hier auf dem Friedhof. Ja, und die kann man später, glaube ich, ja größtenteils verkaufen. Ich glaube, es gibt größtenteils wirklich nur Kohle dafür. Ja, und manchmal dann, wenn man bestimmte Anzahlen hat, noch ein paar andere Extras. Werden wir dann sehen. Können wir jetzt sowieso noch nicht in Anspruch nehmen. Und hier erscheint eine Truhe, wenn wir die Fackeln anzünden. Allerdings nur 50 Rubine, also nicht so wichtig. War ja auch ziemlich offensichtlich. So, und das Insekt muss irgendwo hier hinter einem Baum sein. Ja, hier ist es. Ameise männlich. Ihr goldener Körper erfreut jeden Insektenliebhaber. Auf dem Ausrüstungsbildschirm zu sehen, jo. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ob wir schon Goldinsekten geholt hatten vorher. Hier habe ich jetzt natürlich gar keine Gold. Ich habe das ja nur im Schnelldurchlauf bis hierher gespielt. Weiß allerdings auch nicht, ob ich die in diesem Part noch nicht geholt habe, aber jetzt wisst ihr zumindest dann, wo die sind. Ja, also nicht wundern, falls ich in einem der folgenden Parts die hier nochmal suche. So, und eins ist noch, Entschuldigung, in einem der Häuser, ich glaube hier.
Und ich glaube, das ist eigentlich alles, was wir Sidequest-mäßig hier bis jetzt tun können. In Kakariko. Wegkommen wir ja nicht, da wir Epona nicht rufen können. Ihr wisst ja, da waren so eine Tore, da können wir nur rüberspringen mit Epona. Oder eben als Wolf durchkriechen. Ja, Ameise weiblich haben wir jetzt auch. Ja, als Wolf durchkriechen könnten wir, aber da wir kein Wolf mehr sind, bleibt uns nur Epona, ne? Und die scheint ja auch nicht aufzufinden zu sein. Beziehungsweise es gibt doch keine Pflanzen, mit der wir sie rufen können. Oder ist hier oben so eine Pflanze? Na, keine Ahnung, mal gucken. Ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die uns bleibt, Richtung Todesberg zu den Goronen zu gehen. Und mal zu gucken, was da abgeht. Ja, hier ist auch so ein Tor, kommen wir auch nicht weg. Aber hier sind nirgendwo Pflanzen, wo wir Epona mitrufen könnten. Also, ja, mal sehen. Gehen wir erstmal hier oben gucken. So. Wie der Goro noch sagte, hier kommt sowieso kein Mensch hoch. Link offenbar doch. Halt! Menschen haben hier keinen Zutritt. Hier beginnt das Territorium des stolzen Volkes der Goron. Wer hier eindringt, der wird es bereuen. Komm schon. Na. Ja. Oh, sogar zwei Versuche. Aber ich habe keine Chance. Du Schwächling, so kannst du gegen einen Goron nie etwas ausrichten. Ist dir das klar, dann mach, dass du von hier verschwindest. Ja, das muss ich dann wohl. Ich hoffe, dass wir jetzt aber irgendwie weiterkommen. Muss ich selbst erstmal überlegen. Der Typ kommt jetzt, glaube ich. Genau. Ah, du bist wohlauf. Ich hatte gesehen, dass du in die Berge gehst. Da musste ich dir einfach folgen. Aber sag mir, Ella, nur, du willst doch nicht etwa zu den Goronen am Todesberg. Das wäre viel zu gefährlich. In diesem Volk gilt das Recht des Stärkeren. Und jemanden, der nicht genug Kraft hat, werden sie gar nicht erst zuhören. Aber einen Menschen kenne ich, der genug Kraft bewiesen hat, um sich den Respekt zu verdienen. Sein Name ist Bo, genau, der Bürgermeister deines Heimatortes, den Ordon, den meine ich. Du solltest ihn besuchen und um Rat fragen. Zudem könntest du den Dorfbewohnern berichten, dass die Kinder in Sicherheit sind. Noch besser wäre es, du könntest sie mitnehmen, aber zu Fuß durch die Ebenen voller Monster, das wäre viel zu gefährlich. Die Kinder werden wir so lange in Kakariko betreuen, aber die Eltern in Ordon sollen sich keine Sorgen machen, sag ihnen das. Ja, das ist dann das, was wir als nächstes machen werden wahrscheinlich, wenn wir Epona wieder haben, anders kommen wir ja hier nicht weg, ne? Natürlich wurde Epona auch von Monstern belästigt, so wie es aussieht. Deswegen war sie wohl auch nicht aufzufinden. Ist ja gut. Jetzt müssen wir sie erstmal zur Ruhe bringen hier. Das habe ich auf der Wii damals auch nur selten gebacken gekriegt. Das war da irgendwie ziemlich schwer, aber hier ist es eigentlich ziemlich einfach. Der gesehen ging ruckzuck. So, damit ist Epona jetzt auch wieder an unserer Seite, brauchen wir uns also darüber auch keine Gedanken machen und kommen somit auch leichter dann nach Ort. Und ich will nur gucken, ist dieses, ja. Gar nicht mal so schlecht. Damit kommst du doch viel leichter in dein Dorf zurück, oder? Na los, mach dich auf den Weg. Du hast etwas zu erledigen, schon vergessen? Nein, habe ich nicht, aber ja. Lass mal gucken. Nee, aber ich sehe immer noch nicht dieses Gras, wo man sie mitrufen kann. Hä, das kann doch nicht sein. Ist das ein Bug oder warum ist das Zeug weg? Es muss eigentlich hier an der Quelle sein. Da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass das immer hier war. Oder man hat das geändert. Naja, jedenfalls können wir uns jetzt auf den Weg zurück nach Ordern machen. So müsste ich auch wieder an meinen bereits aufgenommenen 14. Part dann. Ich hoffe, das kommt alles hin.
Und ja, ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, das ging jetzt alles klar mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, bis zum nächsten Mal bei Zelda Twilight Princess HD.